Und ich freue mich, Sie heute durch den Tag begleiten zu dürfen. Ich möchte Ihnen so einen kleinen Überblick geben über das, was wir vorhaben. Natürlich startet gleich, und Sie sehen schon, einige der Protagonisten sind bereits auf der Bühne, das große Schwörtagszeremoniell mit dem Höhepunkt der Schwörtagsrede von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch. Dieses Zeremoniell, wo es natürlich auch Musik von der Stadtkapelle geben wird, wo die Stadtgarde beteiligt sein wird, wo es Fahnenfliegen geben wird und wo die Schützengilde Salut schießen wird. Dieses Zeremoniell dauert circa eine Stunde. Anschließend haben wir noch ein buntes Unterhaltungsprogramm bis 15 Uhr für Sie vorbereitet. Das startet so gegen 12.45 Uhr mit Musik, mit Theater und mit Zauberei. Und zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es ein deutlich erweitertes, großes Kinderprogramm. Das beginnt um 12:30 Uhr, 12:30 Uhr, geht bis 15 Uhr. Und unsere Kinder werden da wunderbar betreut, im Prinzip hinter mir in der Mensa, im Mensahof des Friedrich-List-Gymnasiums. Hinter mir die Stadtkapelle Reutlingen, treue Begleiter vom ersten Schwörtag der Moderne an. Nicht nur
heute hier beim Zeremoniell. Gestern Abend haben sie schon für uns gespielt. In Sachen Verpflegung sorgen sie für sie. Und jetzt geben sie den musikalischen Startschuss für den Schwörtag 2016 in ihrer Weingärtnerzunft Tracht, die sie auch heute wieder tragen. Die Reutlinger Stadtkapelle mit dem Torgauer und ihrem Dirigenten Jakob Maria Guizzetti. Stadt Reutlingen und werte Gäste, ich habe die Ehre, Sie heute zu begrüßen. Ich tue es auf eine besondere Weise und ich glaube, Sie werden gleich merken, was ich damit meine. Puh! Ich glaube, auch wer nicht Fußball begeistert ist, weiß, auf was ich anspiele. Hier beim 12. Fest der Moderne in Erinnerung an den historischen Schwörtag der Freien Reichsstadtzeit. Und ich wollte nicht versäumen, Sie so zu begrüßen, wie es die Europameister in diesem Jahr der Herzen gemacht haben. Den wackeren Mannen aus Island haben wir einiges zu verdanken. Diese neue Form des Grußes, aber auch so manche Erkenntnis. So wissen wir beispielsweise, dass ein Zahnarzt sich zum Nationaltrainer durchaus umschulen lassen kann. Ebenso, dass jemand, der seine Brötchen früher als Filmregisseur verdient hat, als Torwart seinen Kasten ganz schön lange sauber halten kann. Und außerdem, wer Siegtorsson heißt, muss noch lange nicht immer auch ein solches schießen. Egal, macht alles überhaupt nichts. Wohl die komplette Einwohnerschaft Islands, 320.000 Menschen, standen trotzdem in der Hauptstadt Reykjavik bereit, um ihre Helden der Fußball-EM zu empfangen. Ganz so viele sind es heute nicht, aber doch eine stattliche Zahl. Und ich sehe sie sitzen und ich sehe sie stehen und ich freue mich sehr darüber. Was wäre schließlich auch eine Feier ohne gut gelaunte Gäste,
die mitwirken. Und alle Ebenen des Staates sind vertreten. Bund und Land, aus dem Kreistag die Kreisräte, Mitglieder natürlich der gemeinderätlichen Gremien, gute Nachbarn, die hohe Geistlichkeit, die geballte Wirtschaftskraft, viele aus den Vereinen und andere Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Wir alle feiern heute gemeinsam. Und erlauben Sie, dass ich ein paar darunter namentlich erwähne, nämlich die Abgeordneten des Bundes und des Landes. Ich habe Herrn Michael Dont schon in der Kirche gesehen, stattlich wieder in seiner Tracht, da können Sie ihn daran erkennen. Frau Müller-Gemmeke, ebenfalls Mitglied des Bundestages. Herrn Thomas Poreski, Herrn Karl Wilhelm Röhm und Dr. Nils Schmidt, die Abgeordneten unseres Wahlkreises oder betreuungszuständig hier im Landtag von Baden-Württemberg. Unser Gemeinderat hat seine historischen Wurzeln im, wie es damals hieß, Hohen Rat, und selbstverständlich sind die Stadträtinnen und Stadträte anwesend, feiern mit, sie sind Teil des Schwörtags und sie dürfen heute sitzen bleiben. In der Freien Reichsstadt mussten sie raufkommen und vor Ihnen und uns allen auch ihren Eid ablegen. Das ist viel kommoder für Sie heute. Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden der Treutlein, Herrn Buck, Herrn Fuchs und Professor Straub, begrüße ich auch unsere Nachbarschaft. Ich freue mich, dass es die Kollegen, obwohl ich weiß, wie viele Termine vor der Sommerzeit gerade auch an den Wochenenden zu absolvieren sind, nicht nehmen lassen, mit dabei zu sein. Ich begrüße Bürgermeister Schrenk aus Pfullingen, Bürgermeister Henne aus Zwiefalten, Bürgermeister Zeller aus Hohenstein, und der Landkreis hat seinen ersten Landesbeamten, Herrn Stede, geschickt. Willkommen. Und das ist durchaus ein Applaus wert, wenn die Gäste aus der Nachbarschaft da sind. Wie immer haben wir den Ausgang genommen heute am historischen Ort des Gottesdienstes in der Marienkirche mit einem eindrucksvollen Gottesdienst. Und ich freue mich, dass es auch die hohe Geistlichkeit sich nicht nehmen lässt, mitzufeiern, hat den Talar abgelegt, ist auch geschickter so, wenn so schön Wetter ist. Begrüße sehr herzlich Herrn Dekan Keinert, Herrn Dekan Friedel. Ich sehe Pfarrerin Groß-Hennig, die dabei ist, und alle anderen stellvertretend hierfür. Schön, dass Sie mitfeiern, Gottes Wort zum Geleit, aber dann auch mitten unter den Menschen. So wollen wir es haben. Die Zünfte in der Freien Reichsstadt waren das Rückgrat gewesen. Heute sind es mit den Unternehmen die Kammern und die Innungen sowie die Gewerkschaften. Und ich möchte ein Lob aussprechen. Wenn Sie beim Gottesdienst waren, haben Sie es gesehen. Es ist nicht einfach, eine Stunde ganz still zu stehen und dabei noch eine schwere Fahne, ein Abbild der historischen Zunftfahnen zu halten, zu senken, wieder nach oben. Und ich rufe Ihnen zu, den ganz Jungen, die dabei sind, und den etwas Älteren, die dabei sind, ein herzliches Dankeschön, dass Sie so tapfer mitmachen und hier uns auf den Festplatz die Fahnen bringen. Auch das ist ein Applaus wert. Und gerade weil wir an diese Zeit auch als Wirtschaftsstarke, jedenfalls in weiten Teilen, nicht immer Zeit der Freien Reichsstadt erinnern, darf ich begrüßen die Vertreter der Wirtschaft, sehr herzlich die Präsidentin der IHK und der Handwerkskammer, Herrn Erbe und Herrn Herrmann, den Kreishandwerksmeister Dieter Leible, jeweils mit ihren Geschäftsführern angetreten und vorher schon beim Umzug heftig mitgewunken, und den DGB-Vorsitzenden aus Baden-Württemberg, Herrn Nikolaus Landgraf. Und wenn ich schon bei der Abteilung Wirtschaft bin, dann will ich mich auch herzlich bedanken bei allen Sponsoren. Wir haben wieder Beiträge bekommen, Geldbeiträge, Unterstützungsbeiträge, damit dieses Bürgerfest zu einem Gutteil nicht auf Kosten der Stadtkasse geht, sondern getragen wird von engagierten Unternehmen auch in unserer Stadt. Und ich will nur ein paar nennen. Ich tue es nicht immer, weil es lang ist, aber damit Sie sehen, wie dieses Fest auch verankert ist mit wohlfeilen und gut bekannten Namen von Firmen in unserer Stadt. Die Hauptsponsoren Fair Energie und GWG, die Handwerkskammer, Kreissparkasse, aber auch Technologiepark Tübingen, Reutlingen. Und dann noch viele, viele andere, Hasenauer und Koch, Autohaus Kimmerle, Morgenstern, Dr. Rall, Rieber, Romina, Waffio, Sie merken, alphabetisch, und viele andere. Wir haben sie alle auf dem Dankesbanner
am Marktplatz aufgelistet, damit Sie einen Blick drauf werfen können und wissen, welche Firmen sich unserer Stadt ganz besonders verbunden fühlen. Spenden Sie einen Applaus. Ohne Geld geht's halt auch nicht. Für die Sponsoren unseres Schiermarktfestes. Und nicht verzichten muss ich auch auf Gäste aus dem Ausland. Ich freue mich, dass die Banater Schwaben, der Kreisverband Reutlingen, feiert justament an diesem Wochenende sein 60. Jubiläum. Ich gratuliere sehr herzlich, hat uns auch eine bunte Dreingabe geschickt. Wir haben es schon in der Kirche gesehen und wir haben es beim Umzug mitbekommen. Die Blaskapelle Entre Rios aus Brasilien ist da und bringt Farbtupfer. Herzlich willkommen. Wir sind auf dem Hof des Friedrich-List-Gymnasiums. Für mich gute Gelegenheit, alle, die Bildung und Schulen vertreten, lieber Herr Oberstudiendirektor Linsenbolz, und die Hochschulen vertreten, Professor Gebauer unserer Theologischen Hochschule Reutlingen ist da. Weiß nicht, ob alle wissen, das ist die theologische Ausbildungsstätte für den gesamten deutschsprachigen Raum der evangelisch-methodistischen Kirche. Heiße ich herzlich willkommen. Ebenso auch Professor Wehling. Sie kennen ihn, wenn Sie irgendwo Wahlen sind, Sie schauen in die Zeitung, sehen Sie einen Kommentar. Bildung, Wissenschaft, Medien, herzlich willkommen. Und abschließend begrüße ich sehr herzlich die Vertreter unserer Oskar-Kalbfeld-Stiftung an ihrem Stand. Es hat einen Grund, warum Sie heute da sind und warum ich Sie, was ja sonst nicht der Fall ist, auch begrüße. Die Stiftung, die der Vorvorgänger, Oberbürgermeister Kalbfeld, vor 48 Jahren ins Leben ruft, hat einen ganz besonderen Zweck. Kalbfeld war der festen Überzeugung, dass es nicht am schmalen Geldbeutel einer Familie fehlen darf, wenn begabte Kinder eine weitere Ausbildung und Unterstützung und Förderung ihrer Fähigkeiten haben sollten. Diese Stiftung wirkt seither und hat viele, viele junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus Reutlingen schon unterstützt. Nun leidet sie, wie alle Stiftungen, unter der Niedrigzinsphase. Und es kommt kein Geld mehr rein, um diesen wunderbaren Zweck, begabte Kinder und Jugendliche zu fördern, zu unterstützen. Wir haben deshalb einen Stand hier. Ich entdecke auch schon Herrn Weber, der dort am Stand sein wird, wenn Sie nachfragen wollen, wenn Sie helfen wollen, wenn Sie unterstützen wollen. Da drüben, genau, Herr Weber, schauen Sie einfach mal vorbei, sagen Sie, grüß Gott, die Leute sind auch freundlich zu Ihnen, wenn sie nichts gäbet. Aber informieren kann nie schaden. Ich würde mich persönlich über Ihre Unterstützung freuen. Und ein letzter Gruß geht an alle Mitwirkenden dieses Schwersonntags, an alle aktiven Helfer und Betreiber. Ich bedanke mich bei den Reutlinger Vereinen, Bäckerei Berger, Metzgerei Karl, die Oberstufe des Friedrich-List-Gymnasiums mit ihren leckeren Kuchen, dass wir nicht dürsten und dass wir nicht hungern müssen. Ich bedanke mich bei allen Akteuren auf der Bühne und hinter der Bühne für den reibungslosen Ablauf. Und ich muss Ihnen etwas verraten. Die Stadtkapelle, die in historischem Gewand angetreten ist, hat traditionell gestern Abend hier gespielt. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Wo gibt es denn sowas? Eine Kapelle, die knapp 2 Stunden am Stück ohne Pause spielt, super Musik macht, Stimmung auf den Platz bringt und anschließend darüber noch Würstel verteilt. Ein riesiger Applaus für alle Akteure dieses Schiertages. Und alle jetzt nicht genannten, irgendeiner flutscht euch immer raus, begrüße ich besonders herzlich. Ich freue mich, dass es Ihnen nicht so geht wie dem kürzlich verstorbenen Udo Jürgens. Der musste ja immerhin einmal unter Eid aussagen, noch nie in Reutlingen gewesen zu sein. Dabei hatte er überhaupt nichts gegen unsere Stadt, aber eine Vaterschaftsklage am Hals. Dass Sie diesermaßen völlig unbeschwert heute feiern können, das wünsche ich Ihnen allen. Sie wissen, wir orientieren uns mit modernen Einsprengseln am historischen Ablauf des Schwörtagszeremoniells. Und der Trinkspruch gehört zu einer Stadt, die über so viele Jahrhunderte Weinbau praktiziert hat und dafür bekannt war. Das Römerglas überbringt mir nun Eva Kronenthaler,
von der Trachten- und Volksgruppe Omenhausen. Ganz vorsichtig, ich sage immer, Sie sollen nicht so viel reintun, aber es ist wieder gut gefüllt. Es geht. Den Schwörtag will ich gerne pflegen und hoffe dafür auf Gottes Segen, auf schönes Wetter und freundliche Leute und dass der Wein wird wunden heut. Zum Wohl! Die das toll gemacht hat mit dem schweren, gut gefüllten Glas für die Frau Bosch. Stammgäste auf dem Schwörtag wissen, dass auch immer die Jüngeren mit beteiligt sind am Programm. Und wir freuen uns, wenn wir hier im Hof des Friedrich-List-Gymnasiums sind. Ich darf persönlich gestehen, ich freue mich immer sehr, weil es schließlich viele Jahre auch meine ehemalige Schule war. Und dann ist es doch auch immer wieder nett, wenn man jedes Jahr hier in diesem Schulhof, auf dem man viel erlebt hat, zurückkommen darf. Und wenn man dann die nächsten Generationen sieht, die hier lernen und sicherlich zwischendrin auch ein bisschen Spaß haben. Alle fünften Klassen des Friedrich-List-Gymnasiums, und das sind in diesem Schuljahr vier, bilden einen Chor. Also jeder muss singen, da kann man sich nicht rausnehmen. Das finde ich toll. Musikalische Bildung wird großgeschrieben hier am List unter der Leitung vom Musiklehrer Thomas Preis. Und heute hören wir all diese vier fünften Klassen zusammen. Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr den Schwörtag musikalisch begleiten mit dem Schwörtagslied. Das ist ein Song, der umgetextet wurde von Thomas Preis. Die Schulhymne wurde sozusagen adaptiert auf den Schwörtag. Und die, die öfters dabei sind, können vielleicht schon so ein bisschen mitsingen und mitsummen. Großen Applaus für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 des Friedrich-List-Gymnasiums und den Musiklehrer Thomas Preis. Thank you.
liebe Landsleute, liebe Freunde, seid herzlich willkommen zur 60. Jahrfeier des Kreisverbandes Reutlingen, Landsmannschaft der Banater Schwaben. Im Zeichen der Befreiung des Banats vor 300 Jahren folgt nun der Prinz-Eugen-Marsch. Baden-Württemberg wurde der Kreisverband Reutlingen, der Banater Schwaben, am 30. Juni 1955 gegründet. Deshalb feiern wir heute eigentlich 61 Jahre Kreisverband, aber das ist unerheblich. Bereits 1943, also noch während des Krieges, waren junge Banater Schwaben zur Aus- und Weiterbildung nach Reutlingen gekommen. Unter anderem der schon genannte Kaspar Blasig aus Jahrmarkt, der später einmal hier in Betzingen Bezirksbürgermeister werden sollte. Nach Kriegsende war Friedrich Lutz aus Sachsenhausen einer der ersten Banater Schwaben, die im Landkreis Reutlingen die Arbeits- und Wohnmöglichkeiten erkundeten. Arbeit gab es in der Textilindustrie und in verschiedenen Maschinenfabriken und mechanischen Werkstätten, an denen Reutlingen damals reich war. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders und die Zeit vor dem Strukturwandel. Die Wohnungssuche damals war sehr schwierig. Wenn wir heute über die Wohnungsknappheit in den Ballungszentren reden, dann ist dieser heutige Zustand weit unter dem, was damals war. Damals herrschte eine schlimme Wohnungsnot. Die Situation in der alten Heimat verschlechterte sich zusehends. Ab dem 15. Januar 1945 begannen die neuen kommunistischen Machthaber, die arbeitsfähigen Deutschen nach Russland zur Zwangsarbeit zu verschleppen. Ihr Besitz wurde enteignet. Stalins Rache war grausam. Ihren furchtbaren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung im Jahre 1951, als 10.000 Banater Schwaben in die Baragan-Steppe zwangsumgesiedelt wurden. Geflüchtete Banater, entlassene Kriegsgefangene und Russlandheimkehrer sahen in einer Rückkehr dorthin keinen Sinn mehr. In der Folge wurden die Möglichkeiten im Schwabenland geprüft und ausgelotet. Neuankömmlinge wurden hier häufig zunächst in den Lagern auf der Heid oder St. Johann auf der Eninger Weide untergebracht. Die Erlangung von Zuzugsgenehmigungen war oftmals mit großen Schwierigkeiten behaftet. Mit Josef Kowalczyk begann die landsmannschaftliche Arbeit. Er hatte Landwirtschaft in Deutschland studiert, wurde später Regierungslandwirtschaftsdirektor in Rottenburg und Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben in Baden-Württemberg. Kowalczyk war 1955 Gründungsmitglied des Kreisverbands, zusammen mit Michael Schäfer, Kaspar Blasi und anderen. Was auch in der Bevölkerung hier nicht allgemein bekannt ist, ist die Tatsache,
dass es während der kommunistischen Diktatur Ceausescus eine Art Menschenhandel gegeben hat. Auf westdeutscher Seite wurde dafür der Begriff Geheimsache Kanal, auf rumänischer Seite der Begriff Aktion Rückgewinnung verwendet. Von 1967 bis 1989 kam durch Vermittlung des Rechtsanwalts und CDU-Politikers Dr. Heinz-Günter Hüsch knapp 227.000 Deutsche aus Rumänien durch Zahlung eines Kopfgelds durch die Bundesregierung frei und nach Deutschland. Insgesamt wird die Höhe der Zahlungen in diesem Zeitraum mit über 1 Milliarde D-Mark geschätzt. Ceausescu soll des Öfteren gewitzelt haben, Erdöl, Deutsche und Juden seien die wichtigsten Exportartikel Rumäniens. Meine Damen und Herren, man darf und muss heute sagen, dass der Kreisverband seine Aufgaben über Jahrzehnte hinweg in hervorragender Weise erfüllt hat. Die Banater Schwaben sind vorzüglich integriert und sind allesamt geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gesellschaft. Ich schließe mich den Worten unserer Oberbürgermeisterin Barbara Bosch im Grußwort zu ihrer Festbroschüre in vollem Umfang an. Ich zitiere: Die Banater Schwaben sind ein hervorragendes Beispiel für gelungene Integration und bereichern Reutlingen regelmäßig durch ihr vielfältiges kulturelles Engagement. Zitat Ende. In der Tat zeigen sich die Banater vital und farbenfroh, mit viel Musik, mit vielen traditionellen Trachten, aber auch mit einem ausgeprägten Geschichtsbewusstsein. Sie bereichern ohne Frage das Reutlinger kulturelle Leben. Was sie allein in den letzten Jahren an Aktivitäten auf die Beine gestellt haben, ist einfach bewundernswert. Ich erwähne nur einen Teil. Die fröhlichen Kirchweihfeste hier in Wetzlingen, bei denen regelmäßig auswärtige und ausländische Trachtengruppen dabei sind, nicht zu vergessen, aber auch die hiesige Trachtengruppe des Schwäbischen Albvereins.
das Lied zurück, so weit. Ich möchte